So, es ist also soweit. Hier ist Nader, da oben ist Claude. Und meine Güte, wir sind sehr viel schneller vorwärts gekommen, als ich dachte. Was macht eigentlich der einsame Bogenritter da drüben? Da fällt mir jetzt erst auf, hallo. Hoffentlich bemerkt keiner, dass ich hier campe, weil ich denke, dass das Kreisereich bestimmt gewinnt. Oh Gott. Bitte beachtet mich nicht weiter. Ich bin auf diesem kleinen Schiff abseits der Karte, ja? Alles klar, Random Bogenritter. Gut. Ja, ich verstehe. Ein genialer Plan. Ein sehr, sehr genialer Plan. Wie sieht's eigentlich mit dem ollen Meteor aus? Wollen wir den jetzt mal loswerden hier? Naja, irgendwie bisher noch nicht so wirklich lohnenswert, ne? Ich meinte ja schon beim letzten Mal, dass wir noch auf Kaspers Bataillon wahrscheinlich einfach setzen und dann... Ja, hier oben können wir wahrscheinlich einfach durchrennen, so oder so, relativ easy. Ich würde sagen, ja, Felix, mach doch mal den Anfang hier. Irgendeiner kann von hinten noch aufräumen, ist kein Problem. So. Sehr viel Level 27 Anteil. Hubert. Wir machen das jetzt mal kurz, oder? Na, verdammter Vorteil. Ey. Das ist das andere, was hier nervig ist. Aber er kriegt damit sein Level ab. So, der Weg ist also frei. Verdammt, ich muss dich wegziehen. Aber es sagt. Kein Problem an sich. Notfalls nutzt du den Teleport eben dafür. Papalapap. Hey, guck mal. Ich habe da eine Technik, die hast du nicht drauf. Und leider tötet sie dich nicht. Verdammt. Nee. Meine Güte. Verdirb mir doch nicht meinen Spaß. Wie kannst du es wagen? Okay, aber da gilt anscheinend nicht mehr besonders viel mehr. Huh? Wir können zusammenarbeiten. Dann klappt das natürlich schon. Dann reicht aber wahrscheinlich auch ein Oller Schweifschuss völlig aus. Naja, vielleicht doch zur Absicherung einen Pfeilsturm benutzen. Aber halt mit einem Miniaturbogen. Okay. Das geht natürlich auch. Ja, er ist nur noch Hubert wegbekommen und Gutus. Oder einfach hochheilen, weil das würde auch gehen. So langsam bist du ja aktuell nicht, ne? Zumindest im Vergleich zu Schützen, die ja glücklicherweise aktuell relativ langsam sind. Ja, komm, dann kriegst du halt deine Heals. No, das ist auch okay. Bitteschön. Unexpected, wirklich? Hubert, wir heilen dich doch, wenn es drauf ankommt. Vertrau uns. Bitteschön. Genau, einfach nur danken. Alles okay hier, ne? So. Eventuell brauchen wir einen undurchdringlich noch gegen Claude selbst, aber das trifft sich dann ja ganz gut. Ich will dich eigentlich gar nicht mehr markieren. Vielleicht nur alle Schützen markieren. Okay. Sieht gut aus. Du hast auch undurchdringlich drauf, ja. Nicht, dass ich mich verschätzt habe oder so. Wir wollen schon auf Nummer sicher gehen. So, Leute. Lasst sie nur kommen. Moment mal, wenn ich jetzt aber da reinstelle. Dann greift er aber mit an, das darf ich nicht riskieren, nee. Gut, wir bleiben einfach hier stehen. The Emperor continues fighting at the front line. Is the Empire short on troops? Unfortunately, I can't deny it. But then I've heard the Almiran King does the very same. You have traveled far. I do hope it's for a king who would not only lead his army, but fight at their side. Touché. Yes, he is that sort of king. Haha, nice. Sehr cooler Dialog. Alter, mit seiner fetten Kriegeraxt, ey. Der würde die Leute so natzen einfach. Alter Schwede. Fällt mir jetzt was auf, dass er so viel Damage mit einer Kriegeraxt erzeugt, ne? Krass. Felix kann das eh nur überleben, selbst wenn er gekrittert hätte, dank Siegen. Und du hast ihn gerade in den Realitäten Stärkebereich gebracht und gleichzeitig wahrscheinlich jetzt wieder raus, oder? Ah, 45. Ne, wir sind tatsächlich im Renitentenbereich drin. Ne, never mind. Du warst nicht derjenige. Doch, du warst derjenige mit renitenter Stärke.
Wait a second. Das ist erstaunlich wenig, ne? Du müsstest doch eigentlich theoretisch im Bereich drinnen sein. Bei 45 wären das hier... Ah ne, Quatsch, ein Drittel. Never mind. Ne, du bist wirklich rausgefallen durch den verdammten Heal von... Von was? Du hast den Gebetsring und nicht den Eilering ausgerüstet. Das sollte aber nicht so sein. Uff. Was ist da denn passiert? Dann ist es kein Wunder. Na gut, so kommst du jetzt nicht direkt durch, aber egal. Der Typ wurde jedenfalls gleich umgeboxt. Ein Glück, dass er wenigstens keinen Fernkonter noch mit drauf hat. Wir können jetzt auch mal mit Bernie nach oben marschieren. Ob sie noch einen Dialog haben könnte. Aber Dagda, Almira, naja. Weiß nicht. Da was zu ihrem Kampfstil vielleicht zu sagen. Halt, Moment mal. Ein Feld zu weit. Was? Kann man das hier wirklich manchmal so schlecht einschätzen? It's been 30-odd years since I first set foot on a field of battle. Here's a taste of my undefeated strength. Oha! Lass doch mal sehen. Kann er noch irgendwelche Dialoge haben? Ich würde sagen, wir beenden das jetzt mit Jamir an der Stelle. Klatschen einen Pfeilsturm drauf und das war's wahrscheinlich eh, oder? Nicht mal! Wow, der Typ ist echt heftig. Oder sie macht wieder das hier. Okay. We have forced the Almiran forces to flee. I doubt they're expecting more reinforcements. So, das war's dann also mit dir. Wenn du nur ein Stückchen schneller wärst, mein lieber Ferdi, ne? Das ist grauenvoll. Und du brauchst auch ein bisschen Hilfe, sonst wird das ein bisschen schwierig. Braucht gerade alle so ein bisschen Unterstützung dabei. Na gut, von mir aus. Mach du erstmal einen Anfang. Wow. Und ich würde sagen, dann sollst du nochmal ran, oder? 98%. Leider kommt er schon wieder mit seinem blöden Skill ums Eck, aber vermeiden lässt sich sowieso nicht. Wobei, doch einen Moment. Wir können das doch auch so machen. Never mind. Level 31. Nicht gerade besonders toll. Leute, gleich ist Claude fällig. Es dauert nicht mehr lange. Ich würde sagen, wir stellen jetzt wirklich mal Jerez damit rein, oder? Müsste kein Problem sein für dich. Zwei Leute? Ist das möglich? Ich meine, viel Schaden kriegst du nicht ab, ne? Aber wir dürfen nie seine Fähigkeit hier unterschätzen. Also 46 sind halt 16 Damage, ist nicht so viel. Wenn ich jetzt umrechne, nochmal 20% abziehen sind 11 Punkte, oder? 11, ja. Müsste es sein. Kann ich beide das mal sehen? 16, 16, 11, 11. Ne, Quatsch, das zweite gilt nicht. Das ist, du machst mir mindestens, du machst mir 28 Damage, dann ist es aber kein Problem mehr. Er hat einen Salvenbataillon dabei, das ist schlecht. Dann sollten wir noch ein bisschen weiter hinten bleiben. Und wirklich nur einen anlocken. Das ist die bessere Wahl in dem Fall. Genau, also schon hier bleiben, ja. Wahrscheinlich können wir hier tatsächlich jetzt auch bald den letzten Teleport gut einsetzen. Und dann hat sich das eher übrig, glaube ich. Sehr schnell genug? Nein, auf keinen Fall. Das kannst du knicken. Die Leute aus Almira sind ja auch schon am Boden zerstört hier. So, die letzten Leute, die nochmal vorstürmen. Und sobald die Schützen ja gar erledigt sind, war es das dann schon so ziemlich. Ah ja, ja, so kannst du den anderen noch ein bisschen was überlassen. Wie zum Beispiel Felix.
Wir brauchen halt noch ein paar Leute, die mal Level 30 erreichen. Das sollte auf jeden Fall passieren und gut ist. Salbenbataillone sind nervig. Wenn ich das mal so sagen darf. Meine Güte. Die Frage ist, kannst du jemanden noch direkt ausschalten? Nö. Da ist die Crit Rate ein Tick zu hoch. Aber jetzt können wir theoretisch auch mal so ran. Überhaupt kein Problem mehr. Ne? Ja, das ist immer noch ganz vorsichtig. Leider sind alle hier zu langsam. Aktuell. Ich kann halt hier nochmal nach unten gehen. Moment mal. Okay, sieht gut aus. Jetzt habe ich nur meine Heals schon verschwendet, aber wir können uns auch anderweitig heilen, ist kein Problem. Dann krallen wir uns doch. Ja, komm. Ist doch egal. Die Ressourcen sind da. Ne, nimm das Schöpferschwert in dem Fall. So, Leute. Hubert ist sicherlich eine große Hilfe. Offensiver Support. Und noch dazu sehr nützliche Moves, um Claude gegebenenfalls ein bisschen anzuschwächen. Was wir eventuell brauchen können. Oh, Bernie ist ja noch da hinten. Okay. Da kommt er. Der letzte, nein, der vorletzte Soldat so rum. Neben den hier. Aber von Almira ist es der vorletzte, ja, aktuell. Wie nervig. Jetzt kommen die noch mit sowas hier ums Eck. Vor allem finde ich es witzig, wie der einzelne Typ da drüben sich auch nicht bewegen möchte. Haben alle die Schnauze voll, ich sag's euch. Zu schade, dass das halt nicht klappt. Aber was soll's. Najamir ist ja auch noch nicht Level 30. Sollte hier aber keine großen Probleme bekommen. Hier hast du zwei Versuche. Daneben. Daneben. Oh. Schade aber auch. Das Gambling war zu hart, Leute. Also wir haben eh nur Distanzangriff aktuell zur Verfügung. Soll aber nicht unser Schaden sein. So, tschüss. Das geht alles schon ein bisschen zu lange hier. Nice. Das war verdammt gut. Generell, auf der Karte haben wir bisher eigentlich nur gute Level-Ups gesehen, so. Faszinierend. Okay, Shamir hat einmal nicht so toll gelevelt. Weil es halt voll defensiv war, das Level-Up. Und das brauche ich halt auf ihr überhaupt nicht. Aber ansonsten, alles wunderbar. Ist aber immer noch krass, dass sich Claude nicht bewegt. Der wäre um einiges furchteinflößender, wenn er einfach irgendwann sagen würde, Leute, ich bewege mich jetzt. So. In dem Fall tatsächlich ein bisschen schade. Hier hätte mir die Überraschung ganz gut gefallen. Aber es nicht weiter wild. Weil gerade kommt, dass sie Meteor hat. Theoretisch sind Debuff-Skills auf Dorothea noch ziemlich nett. Mit einem Debuff-Skill könnte sie auf Distanz quasi debuffen und schon mal einen Gegner vorbereiten, ohne überhaupt reingehen zu müssen. Wäre sicherlich auch recht verlockend. Einfangen brauchst du ja niemanden. Müssen uns leider ein bisschen gedulden. Ist aber kein Problem. Oh, verdammt. Och, ich Idiot. Eiskalt. Ich habe jetzt überhaupt nicht mal einkalkuliert. Richtiger Fail. Aber wir müssen uns trotzdem gleich sein. Alter, die totale Destruction. Das muss man sich jetzt geben, Leute. Bam. 255, Leute. Geil. Dann hätte Claude gewonnen, ja. Das wär's gewesen. Ja, glaube ich, haben wir nur eine einzige Anwendung gebraucht und es war, glaube ich, auch einfach nur, um irgendwas abzusichern oder so. Richtig übel eigentlich. Ich hätte gedacht, wir brauchen eh viel mehr. Aber es ist schon echt witzig, wie ich ihn einfach eiskalt ignoriert habe gerade.
Ein bisschen braindead gerade gewesen. Schon, ne? Das ist lustig. Aber okay. Wie auch immer. Mach das irgendwie anderweitig, aber bitte mit zweiten Schritt, ja. Verstehe gar nicht, warum ich mich so positioniert habe. Wenn du hier stehst, ehrlich gesagt. Windgott hat er ja noch nicht drin, also keine Sorge diesbezüglich, ne? Dass er einfach noch einen Range zusätzlich bekommt. So, jetzt aber, meine Güte. Wir können den hinteren doch sogar gleich ausschalten, ganz im Ernst. Mit Doro zusammen, ja. Dann aber bitte nur Claude markieren hier, ja. Sonst wird es nämlich ein bisschen peinlich. So. Ach du meine Güte, Leute. Weil es irgendwie lustig ist. Jetzt hat man gesehen, was passiert, ja. Den Dialog habe ich jetzt voll geskippt, aber keine Sorge, wir sehen ihn ja eh gleich. Also, da werde ich ihn selbstverständlich nicht skippen. Okay, ich dachte nur, das hier wird ein bisschen sicherer. Weil mit Zusammenkunft kann man eh nichts machen, wenn ich das hier mache. Ist auch okay für mich. Eben. Auf Nahkampf kann er schließlich nicht gehen. So. Aber echt lustig, Leute. Meine Güte. Hat hier leider nicht so viel Angriffsfläche insgesamt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Später noch ganz lustig eventuell. Mal gucken. Ah ja, ist ja ein bisschen eingeschränkt leider. So, jetzt aber. Dann lass doch mal sehen. Ja, dann erledige den mal separat nochmal. Hier mit einer Axt. Oh. Oh, schade. Das wäre halt die übelste Demütigung gewesen. So. Der letzte Soldat von dir ist gefallen. Der da unten, der hatte einfach keine Lust. Ich habe jetzt keinen Bock, darunter zu marschieren. Dann wird es nun wirklich Zeit. Moment mal, du hast auch Nahkonter, ne? Ich wollte es nicht mit Edelgard beenden. Goddammit, ich hätte mir doch den Dialog geben sollen vorhin. Warum zum Geier habe ich das so gemacht? Weil ich habe jetzt gerade vorhin mein Bataillon verschwendet. Mie. Sollten wir doch nochmal kurz zurück? Ach nee, Quatsch, ich kann das ja trotzdem noch regeln, indem ich einfach bei ihm nochmal kurz sein... Ja, natürlich, Leute. Das geht natürlich schon. Lass mich nur überlegen, wie ich das jetzt am besten anstelle. Ich meine, theoretisch können so mehrere Leute sogar mit angreifen später. Oder halt Hubert oder so ein Kram. Jetzt kommt noch Bernie dazu. Ja, von mir aus. Machen wir es halt so. Etwas umständlich. Jetzt habe ich halt einen Zug mehr gebraucht. Whatever. Dafür können wir uns das Gespräch geben, ne? Und du sollst das dann finishen. Na gut, okay. Sowieso nicht schlecht, wenn wir es noch ein bisschen aufteilen können. Auf der Karte hier braucht man das auf jeden Fall. So, Leute. Aber jetzt ist auch Doro ready, was an sich ganz gut ist, wenn wir Tänzer Support haben. Ganz genau, so. Du kannst sogar mit Morast vorschwächen jetzt. Was vorher auch nicht gegangen wäre, ne? Dass er minus 5 Verteidigung hat. Auch ziemlich cool. So sad that our reunion should take place on the battlefield. Too easy. Schade, hat leider nicht getroffen. Na gut, da kann ich nichts machen. Wow. Aber er hat nur 62%. Braucht nicht mal undurchdringlich. Der reicht einfach aus, der olle Hubert. So, jetzt wird das erst richtig spannend nochmal. Wir haben uns nicht gesehen, seit Garrick Mach. You've grown lovelier than ever, Edelgard. You're not so unfortunate yourself. And as usual, you're here at a most inopportune moment.
Well, I'm sure we have much to talk about. But how about we settle things first? No objections here. Prepare yourself, Claude. Your moment has arrived, denkst du? Okay, er hat wirklich den Hass auf Edelgard. Er hat bisher ausschließlich Edelgard geküttet, ja? Auch vorhin schon. Das muss er einfach machen. Dieser Stil ist schon sehr wichtig, ne? Wenn da nicht geküttet wird, ja. Okay, lass mal sehen. Nur zwecks Bataillonen können wir natürlich auch noch einiges auspacken. Ich mag die Musik gerade sehr übrigens. Sehr episch. Wäre die Trefferquote nicht so schwammig, würde ich ja glatt ja sagen, aber nö. So nicht. Bei dir geht's sogar noch einigermaßen. Bernie. Tja. Na, von mir aus. Holen wir noch ein paar Schübe drauf und dann später. Goddammit. Zieh's nicht ins Lächerliche. Oh, diese 50% überall, ne? Grässlich. Hier komme ich nicht wirklich gut ran. Warte mal. 35. Steche ich mal da auf. Ah, Leute, ne? Jetzt kommst du natürlich auch gerade nicht wirklich gut ran. Ach nee, warte, da drüben ist ja frei. Ich vergaß. Irgendwas wird schon treffen, oder? Hoffe ich doch mal. Sonst wird es ein bisschen lustig. Der nächste 50-50, der verfehlt. Okay. Willst du noch ein paar verfehlen lassen? Das hier ist in dem Fall nur noch 40. Auch das geht daneben. Dann wird es langsam sogar verdammt knapp. Nicht mal eine Delta-Attacke kann ich starten. Du kannst ja noch drum rumfliegen, ne? Kein Problem, ja. Will hier irgendjemand mal treffen vielleicht? 50-50 sind hin oder her, ja? Danke, Shamir. Rette die Ehre dieser Truppe. Ja, ist wahrscheinlich ziemlich empfehlenswert, das erst zu machen und danach werde ich, glaube ich... Ja, komme ich überhaupt so einfach durch? Lass mal sehen. Vorteile oder sowas hat er ja nicht. Ja, das wird easy sein. Ich muss ihn nur einmal kurz so hitten. Und wir haben wenigstens 95%. Teach, you should have chosen me instead of Edelgard. No point in whining about it now, I suppose. Sorry, but I'll be taking the win today. Du musst dich leider enttäuschen. Nice. Letztes Level für die Wyvern-Ritter hier. Wir sichern dich nochmal ein bisschen ab. Nein, du bist der Falsche. Goddammit, jetzt war ich zu schnell. One second, please. Uff. More fighting. Was willst du denn ihn betanzen, Mann? Da unten ist dein Ziel. Grundgütiger. So. Wie es einfach perfekt aufgeht, Leute. Schicksal. Okay, Leute. Es ist geschehen. Enough. You've bested me. If I die here, the Alliance becomes part of the Empire. Do you yield then? You've never known when to give up. Well, I can't just surrender so easily. I'm responsible for the others. If you're as smart as you seem, I bet you figured out why I was able to summon Almiran reinforcements. Wouldn't it be better to let me go and have me in your debt? Meine Güte, natürlich verschone ich ihn. Krass. Als ob ich ihn töten würde. Bist du wahnsinnig, ja? Spiel. Never ever. Grundgütiger. Thank you, Professor. And you, Edelgard. I'm truly grateful for your courageous decision.
I will return your kindness one day. I promise. Ja, und ihm kann man auch trauen. Diesbezüglich. Sehr schönes Everyone, Ende zumindest, was das betrifft. Raise your voices in a victory cheer. Daredrew is ours. Ja, so ist es. Coole Mission, wie schon gesagt. Sehr, sehr geil inszeniert. Richtig gut, ey. Richtig, richtig gut einfach. Hey, Teach. Claw. Settle down, will you? You're the victor, after all. I could have escaped, but I decided to say hi to Teach. Nothing to worry about. Daredrew has fallen and the Alliance has collapsed. There's nothing I could do to turn things around at this point. You want me to drop my guard around someone who evaded detection by my soldiers? Impossible. Did you really risk coming here just to say hello? I did. But mostly, I wanted to say goodbye. I'm leaving Fodlan. Oh, okay. Leih uns deine Stärke. Das wird nicht funktionieren, aber ich kann es mal vorschlagen hier. Lend you my... I knew I liked you, Teach. I dare say Fodlan would be a lot more peaceful without me around. Right, Your Majesty? It's as you say. So long as you remain here, the faction of the Alliance that is against the Empire will continue to support you. Too true. It's best if I leave this place altogether. I'll just have to find some other way to pay back my debt to you. All I ask is that you go easy on the Alliance. After all, no one there would dare defy you now. And please, treat my former classmates well. I've asked them to cooperate with you if I lost. Wait, did your scheming include a plan for if the Alliance lost? You think too highly of me. It just seems that way now. Outside of Daredrew, most of the Alliance is unscathed and ready to join your superior strength. In all honesty, I was hoping to become a supreme ruler and lead Fodlan to peace myself. But that won't be happening now. Claude. Good luck to you, Edelgard. Faszinierend offen, meine Güte. We crushed him in battle and yet... he really is difficult to understand. Lady Edelgard, Daredrew is now completely under our control. As planned, the Alliance's affairs will now be overseen by Count Burgles. My father is coming here? First west, then east. You sure keep him busy. Should the others return to the monastery and prepare to face the kingdom? Yes, thank you, Hubert. Thanks to all of your efforts, our battle with the Alliance has reached its conclusion. However, we still can't afford to be careless. We must now join the battle against the kingdom. With the strength of the Church on their side, they will prove to be a formidable enemy. More than ever, your support is invaluable. We'll need it in the days to come. But for now, let's enjoy our triumphant return. Let's get to it! I'm so happy that the end of the fighting is near. Too bad there's still more violence to come. The Kingdom and the Church of Saros are worthy for fighting. I will crush them into very small pieces. Crushing wouldn't yield a lot of pieces, but I guess it would get the job done. With the Professor, we can't lose. Probably. Oh no. Are we fighting Lady Rhea? But she's scary, and she'll be really angry. But no way she can stay in her spooky beast form all the time, right? If she could, she would have come and attacked the monastery as many times as she wanted. It may be wishful thinking, but perhaps it is a power that she can only access when the situation is dire. But whether she is the Archbishop or the Immaculate One, we cannot be stopped. Half remains, but half is finished. We are certainly moving forward. No one can stop us from pushing forward. No one. No one, ne? Ob er das auch direkt so sagt, weil er auch schon an die Schattenschleicher denkt dabei. Wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, dass Hooper das genau in dem Moment im Hinterkopf hatte. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ich mag wirklich hier, wie sie das gelöst haben, dass du ihn verschonen kannst und so. Sehr, sehr gut gemacht, meiner Meinung nach.
hervorragend. Macht es um einiges leichter. Nur Hilda ist natürlich sehr schade. With Daredrew under Imperial control, the Lester Alliance ceases to exist, and its remaining lords ally themselves with the Empire. The Black Eagle Strike Force, having now conquered all of Eastern Fodlan, confidently moves to invade the kingdom. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, Leute, Raphael hat man wirklich gar nicht angesehen, ne? Wir hatten Hilda zu bekämpfen, ich meine, Leonie haben wir selbst, Lorenz haben wir selbst und wir haben Lissy selbst, klar. Aber das ist zum Beispiel noch relativ faszinierend, wie ich finde. Wo war er? Ich meine, bei Marianne kann man sich leider erschließen, das ist ja so das ganz Traurige. Bei Raphael bin ich mir echt unsicher. Oder hat er sich dann so schuldig gefühlt nach Ignaz Tod auch noch, weil er nicht selbst mit dabei war, weil es ja sein bester Kumpel ist. Das ist irgendwie auch ziemlich gruselig. And that concludes Count Burgley's report. Just as Claude said, the old alliance has willingly fallen under imperial rule. However, knowing him, there is no telling what manner of poison could be waiting within. We must be careful not to expose any weakness. Of course, though it seems we can now attack the kingdom without issue. True. However, you should know that Lord Arendelle has entered Daredrew. Oh. It would seem he has already started collecting the relics of the old alliance. Oh. Let him do as he pleases for now. It's not yet the time to chide. Das ist gefährlich. Understood. As for the kingdom, as we theorized, it is not entirely united. If we defeat the royal family of House Blathed, and a handful of other notable houses, it should fall under our control quite readily. Those we must target include the houses Fraldarius, Galatea, Gautier, and Karen. We have allies who are close to some of those lords. Perhaps that can be used to our advantage. Persuasion by tears or threats. Perhaps one would consent to act as a hostage. We must make good use of the tools given to us. What about House Roe in Arianrow, the fortress city? Will they not side with us? The head of House Fraldarius, Lord Rodrigue, has entered the city. It is possible that he has seized it. I see. Then it might prove too difficult to strike Ferdiad right away. Either way, when preparations are complete, we can begin our deployment into the kingdom. That part of the plan remains unchanged. Professor, is something wrong? Ah, viele dieser Namen sagen mir nicht so ein Blödsinn, WTF. Natürlich. This month we must again put all of our effort into preparing for battle. I'm counting on you, my teacher. Alle zählen sie auf uns. Huch, was ist denn hier los? Hat sie immer noch Albträume? Auch jetzt noch? Professor, you didn't hear anything just now, did you? Wow, das untere, WTF, was ist das denn? Dein Aufschrei war richtig süß, was? Zum Geier. Damit man das Shipping einfach noch weiter vorantreibt hier und die Fans in wilde Fantasien aufbrechen oder was? Of course I am. It's nothing. Nothing at all. Was? Was sind das für Dialogoptionen? Was ist das denn? Oh mein Gott. I told you it was nothing and I meant it. It's just, well, there was a rat. I don't enjoy the company of rats. I believe I've told you about this before, about when I was held captive beneath the palace. There were a lot of rats there. To this day, I just... Was ist das? Oh nein. Ach so. Okay, ich dachte jetzt, trickst sie mit einer Ratte irgendwie so. Oh, Professor, leave here at once. I recall now that Hubert needs to speak with me. I must change my clothes. Now, whatever you do, don't look this way. Was war denn da? Then forget what you saw. Ein paar Briefe. Und es scheint, als hätten wir wieder Quests offen. Auch sehr gut. Hannemann hat Geburtstag. Ja, okay, Hannemann. Whatever. Meine Güte.
So, wie auch immer. Gott, diese ganzen Kekse schon wieder, ne? Wie schaffen die das nur im Krieg, hier noch so fleißig zu backen? Großartige Leistungen. Der ideale Magister. Da bin ich mir natürlich unsicher. Die ideale Beziehung. Ich weiß ja nicht. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Schwächen überwinden, genau. Gutes Thema wenigstens nochmal. So, alles klar. Okay, Leute, da sind wir wieder. Ah, Hubert und Shamir, huh? Okay. Lass doch mal sehen, was ist denn offen? Oh mein Gott, das sind viele Nebenquests. Das sind sehr viele Nebenquests. Unüberwindbar. Oh, nur Edelgard, sehr, sehr cool. Bin ich sehr gespannt. Dunkelheit unter der Erde. Oh, das klingt wahnsinnig spannend. Seltsame Technologie. Die Legende vom See ist endlich auch verfügbar. Toll. Freue ich mich drauf. Fremdes Land und Himmel. Warte, was? So weit außerhalb? Es geht Richtung Bridget? Yes. Geheime Geschäfte. Okay, von Anna. Richtig. Holy moly, ey. Das ist ja gigantisch. ich glaube, eine normale Stunde sollten wir noch unterbekommen. Danach sollten wir aber dringend auf Erkunden aus sein, was dann aber ja sowieso besser wäre. Warte mal, was ist denn das für ein Angel-Event hier? Mysteriöser Fisch, magisches Phänomen. Nee, warte mal, magisches Phänomen ist, glaube ich, besser gewesen, ne? Der mysteriöse Fisch wäre allerdings für unsere Quest wichtig. Nur wäre es tatsächlich ineffizient, jetzt schon das zu machen. Weil wir können, lasst mal sehen, von unseren Punkten Edelgard, Hubert, Linhard, Kaspar, Bernie, jetzt sind wir bei 5 Stück. 6 Stück, 7 Stück kriegen wir auf jeden Fall unter. Also effizient erst zu kämpfen, ja. Uns erwarten also 2 Nebenmissionen beim nächsten Mal. Kann ich direkt schon mal sagen. Cool. Ansonsten. Level 30er Chars. Level 30er Chars. Du hast es noch nicht geschafft. Yaritza ist ja schon länger jetzt. Ah, guck mal. Theoretisches Falkenritter schon verfügbar. Sogar mit einer einigermaßen guten Quote. Genau, da würde ich ja ganz gerne reingehen. In diese Klasse hier. Das finde ich ganz nett. Von das Schwarz hat sich beim Falkenritter etwas Seltsames. Muss ich zugeben. Vielleicht sollten wir die Brille dann wieder wegnehmen. Keine Ahnung. Hier gefällt mir das Design tatsächlich besser. Ohne Brille dann als Falkenritter oder so. Wobei man würde das eigentlich auch schon so. Naja, wie auch immer. Keine Ahnung. Mir gefällt hier die Gesamtkomposition an Farben nicht so gut vielleicht. I don't know. Mein Gott, das wird wirklich ein schönes Upgrade geben. Gut, Stärke geht minimal runter. Wir werden nochmal etwas schneller und das ist natürlich immer wünschenswert, wie wir alle wissen. Gerne, gerne. Ja, kleinere Supports. Wird ein schöner Einstieg beim nächsten Mal, das sehe ich schon. Das wird super. Insofern, bis zum nächsten Mal, Leute.